Hallo. Guten Tag. Da ist das gute Stück, der Dolphin Bio S. Und sehr schön. Packen wir ihn aus. Genau. Gucken wir uns das Ganze mal an. Genau, dann gucken wir uns das mal an. Ja, dann hoffen wir, dass das Gerät nach dem ersten Test von dem Demo-Gerät hat es ja bewiesen, dass der Sauger besser läuft, ja? Auf jeden Fall. Im Vergleich zu dem alten Roboter konnten wir schon eine deutliche Verbesserung feststellen. Okay. Das Becken, wie groß ist der Schwimmteich? Der reine Schwimmbereich ist ungefähr 11 mal 5 Meter. Okay. Ja, das ist ja. Okay. Die Filter sind ja separat eingepackt. Ist wie Weihnachten. So, genau. So. Ah ja, der hat diese Bürste auch. Die dritte aktive Filterbürste hat er. Ach, hier ist auch schon was drin. Die weißen. Das sind die Feinfilter. Ah, ja. Das sind die ganz normalen. Also die Feinen haben um die 70 Mikron ist das. Das ist 100 und das ist 200. Ne, die grünen sind die ganz groben. Und das ist dann, wenn der Pool schon soweit sauber ist, der Schwimmteich für den Feinschliff. Okay, ja. Das heißt, jetzt hier mit anfangen? Wir können den Standard verwenden oder halt auch die groben. Das Becken ist ja soweit schon relativ sauber. Ja, okay. Wir ruhig den Standardfilter drin lassen. Okay, gut. Was hatten Sie vorher noch mal für einen? Von Zordiak den Vortex 4 hatten wir. Okay. Ja. Der hat halt Schwierigkeiten mit den Wänden und überhaupt mit den Algenbewuchs, weil im Schwimmteich ja auch häufiger Algenwuchs ist. Und damit hatte der einfach Schwierigkeiten. Und deswegen haben wir uns jetzt den leihweise ausgeliehen, um auch zu testen, wie das mit der externen Absaugung ist, also mit diesem Saugschlauch. Mit dem Saugschlauch. Genau, ne? Ja. Und das ist, wenn der Schwimmteich schon dreckig ist, ist das, muss ich sagen, ein Riesenvorteil. Ja, ja, bei der Größe kommt schon einiges an Verschmutzung dann. Ja, vor allen Dingen so im Juni, Mai, Juni, dann sind halt schon deutliche Algenbildungen. Das kann man gar nicht vermeiden im Schwimmteich. Ja. Und dann ist es halt super, wenn man nicht alle, sonst musste man bei dem Vortex, da musste man halt alle 20 Minuten den Filter wechseln, ne? Ja. Also sauber machen. Und da läuft der, wird in den halt in die Pumpe, in die Reinigungspumpe und dann ist das alles gut, ne? Ja. Ja, es hat halt so ein externes Bedienungsgerät plus eine Fernbedienung. Und über dieses Gerät, soweit ich bis jetzt weiß, kann man den anstellen und drei Programme, glaube ich, vorwählen. Und über die Fernbedienung kann man noch ganz viele verschiedene Modi wählen mit nur Boden, nur Wände, Zeit. Ich glaube, kann man auch einen Timer einstellen, aber das wissen Sie besser, was man da genau alles einstellen kann. Hat man zum Beispiel noch, aber ja. Generell die Zeiteinstellung. Zu Wasser lassen. Ja, und was halt auch viel besser ist, ist die Kabelführung, ne? Muss man sagen, im Vergleich zu dem anderen. Ja, wir haben ja dieses Swivel-Drehgelenk. Genau. Und dadurch verdreht sich das Kabel nicht so stark. Ne? Ja. Auf geht's. Gut, jetzt kann man da, glaube ich, die Programme theoretisch wählen. Und hier über die Fernbedienung kann man jetzt die Zeit wählen. Das war die längste Zeit, 4 Stunden. Reinigen, ganz einfach, Kartusche raus, viel Algen und dann die verschiedenen Filter wechseln und also das ist der Adapter für das Schlauchsystem. Eigentlich ganz einfach. Einfach rein, zu. Und dann kommt hier der Schlauch dran. Den anderen Filter auch natürlich raus. Und da muss man, weil der dann nur an einer Stelle saugt, eine Stelle zumachen. Eigentlich ganz einfach. Und dann einfach den Schlauch hier oben drauf. Das ist es im Endeffekt schon. Und jetzt halt den Schlauch mit den Schellen festmachen. Dann wünsche ich Ihnen ein sauberes Becken und viel Spaß mit dem Gerät. Vielen Dank.